Assalamu alaikum, meine Lieben, hier ist wieder die Khadija. Wir haben den kleinen Kissen gefunden. Das ist doch noch von einem Dings, von einem Bett. Guck mal, die Schildi frisst ihren Eisbergsalat, die ist nicht so, die mag nicht so die Zucchini. Und die kuscheln. Wenn ich um sie rumlaufe, haben sie keine Angst mehr, gell? Otto, hallo. Ohne Blitz geht's besser, gell? Schön schlafen. Schön schlafen. Ja. So könnt ihr mal sehen, was die heute essen. Diese Machschi. Lecker, lecker, lecker. Von der Selua. Fleisch habe ich gemacht. Das habe ich gemacht. Natürlich den Reis. Nee, Reis hat Mahmoud gemacht. Ich esse nur Reis mit Zucker. Meine Zunge ist noch nicht ganz fit. Nach dem Zahnarzt. Und how is the Kosa? Super. Ich habe Oystersauce mit reingehauen als gutes Nachgewürz. Und die zu die guten nee. Machschi kann ich nicht essen, die sind voll auf Schotter. Deins ist super. Guten Appetit. Maus ist noch im Koran. Wow. Ja, Leute. Hör mal auf, ich bin heute ein bisschen auf 180. Also, ich erzähle euch, warum. Oh, wir haben Zuckerrohr gekriegt. Vom Ding, super. Deswegen ist heute das Schaf ein bisschen ruhiger. Die ist beschäftigt mit dem Zuckerrohr. Es dauert länger rumzukauen. Ne? Was sind das für Musikdinger? Hi! Ja! Ja! Komm, ich kann das. Oh, Baby. Also erstmal eine Neuigkeit. So. Der Jack, also was soll ich sagen? Also deswegen bin ich nicht sauer. Jetzt kommt eine gute Nachricht. Der Jack wurde an Abudi gegeben. Der sitzt bei der Selwa im Stall. Der Abudi wünscht sich so sehr einen Esel und der Mahmoud hat gesagt, also er gibt dem Abudi gerne, ne, wenn der Ahmed sich kümmert. Und der Ahmed hat gesagt, okay, also ist der Jack jetzt beim Abudi. Das habe ich gar nicht gedacht, überhaupt nicht. Ne? Weil ich dachte, die haben kein Ding Futter für den. Gut, die haben sie auch schon von uns wieder Futter ausgeliehen. Oh, du warst doch gerade ruhig. Du, die Tage sind gezählt. Ja. Und hier, alles gut? Habt ihr wieder alles aufgefressen? Nee, noch nicht. Chip, chip, chip. Alles gut? Ach Leute, ich war heute. Komm, ein bisschen. Gehen wir zu der Karnickel und dann zu den Affen. Ich gehe heute in meine YouTube-Liste zu meinen Leuten, wo ich immer abonniere, gell? Da bin ich bei einem in Florida. So ein Tätowierter. Tätowierter tauge nix. Nee. Das ist ein Tätowierer. Oh nein, das brauche ich jetzt noch. Den Stress. Ja. Ach, ich krieg das nicht. Jetzt habe ich noch Rückenschmerzen. Kommt, meine Engelchen. Hallöchen, da sind wir wieder. Komm. Immer ein bisschen. Bisschen. Ja, die rufen sich jetzt. Ich komme gleich und setze mich zu euch. So schön anzugucken. Ja, komm. Jalla. Komm. La. Das ist einer, du, das kriegst nicht alleine hin, oder? Kerle. Warte, Leute. So, jetzt stellt euch vor, ich gehe rein in mein YouTube, habe ja auch ein bisschen meine Videos anzugucken, von meinen, die ich abonniert habe. Ja, da ist einer. Der ist, der tätowierte Tauge nichts, nee. Der lebt in Florida, hat eine riesen Farm, eine Frau, ein Baby und ganz viele Reptilien und hat jetzt neu Hühner
also Hühnereier ausgebrütet. Und dem sind die meisten Hühner gestorben und gar nicht geschlüpft. Ich habe halt gesehen, dass der den Inkubator aufgelassen hat, ganz lange, und sich die Eier angeguckt hat. Und dann hat er sich gewundert, dass die Leute nicht geschlüpft sind, die Küken. Und habe ich ihm so einen riesen Comment hinterlassen als Hilfestellung, was ich so weiß. Ja, dann bin ich raus, ne? Muss ja auch mal andere Leute kommentieren, helfen, was ich so mit meinem, was passiert. Ihr Kommentar hat den Preis gewonnen, nicht so versus. Ich habe ihm gleich geschrieben, ich kann nichts gewinnen, weil ich habe keine Adresse von Amerika, kann ich mir nichts schicken. Das geht gar nicht. Dann sagt er, doch, das geht. Guckt er, seit wann, erstmal zeigt mir einen Screenshot, dass ich weiß, also ich muss ihn dann anschreiben bei Telegram, habe mir da bei Telegram dann extra so eine Dings gemacht, ein Profil. Dann habe ich ihn angeschrieben. Was ist das End vom Lied? Ich habe die. Ach, diese, die macht mich irre. Das Schaf. Habe ihn angeschrieben, hat er gesagt: Thank you, my appreciant, mein wohl wertgeschätzter Kunde. Also, oder Zuschauer. Immer so übertrieben geredet, so redet er normal nicht. Und habe gesagt: Rede jetzt mit einem Roboter. Und dann sagt er: Of course not. Und ich: Okay. Na dann, Tyler, du kannst mir nichts schicken, wir haben keine Adresse. Ja, wir leben da im Busch. Ja, seit wann guckst du die Videos? Seit 2-3 Jahren circa. Ja, dann sagt er, dann hier Kontakt zu FedEx, tut mit FedEx, dem muss dann die Adresse und da ist der Code. Dann gehe ich zu FedEx rüber, schreibe die an, auch in Telegram. Dann wollten die den Code haben und dann haben sie mir sofort die Geschenkbox gezeigt, was ich gewonnen habe. Und mein Mann sagt, ich sage euch was, du, ich habe was gewonnen, aber ich weiß nicht was. Und dann sage ich, ja, der verschenkt auch manchmal Handys, ne, solche aus Amerika. Und dann auf einmal sagte, das wird doch wohl nicht ein iPhone 14 Pro Max sein. Und ich, ah was. Dann mache ich die Geschenkbox auf, iPhone 14 Pro Max. Und ein MacBook. Ich so, was? Das habe ich jetzt gewonnen, ernsthaft? Gut, ich habe mich super gefreut, Herzattacke halber, gell? Aber natürlich nicht, ich verkaufe das, ich brauche das nicht. Na, das ist voll teuer hier, 30.000 Pfund, sowas. Und dann noch so ein MacBook, super. Oh, ich soll wieder gehen. Naja, gut. Dann schreibe ich den erstmal Dankeschön, ich habe fast einen Herzinfarkt gekriegt. Ist ja super. Ja, wir können das nur so machen, ich gebe die Adresse mit einer Telefonnummer. Und wenn die dann hier sind, die Ägypter, dann kann ich denen den Weg zeigen. Okay, so mach's. Dann habe ich die Adresse dem gegeben, dem FedEx. Und dann sag, such dir ganz schnell aus, was du willst. Und vor allem ganz schnell. Da hat mich schon gewundert, wieso ganz schnell. Was du willst für Versand. $156, normalerweise 300 noch was, aber heute ist im Angebot. Also meins war international, $156 muss ich im Voraus zahlen. Das sind auch 3.000 Pfund, ne? Und gut, du kriegst dann halt irgendwas für 40.000 Pfund, aber trotzdem erstmal im Voraus zahlen. Dann habe ich gesagt, also kommt das Paket hier an, dann zahle ich's. Nein, das muss ich im Voraus zahlen. Mhm. Na dann, schon wieder kein Bock. Da habe ich gedacht, okay, das ist doch ein Trick. Ich bin doch nicht blöd, ich zahle doch nichts im Voraus. Dann sage ich, Tyler, schick mir mal bitte eine Nachricht von deinem Gesicht, wie ich dir jetzt gerade geschickt habe. Also ich habe ihm da mit meinem Mann, das ist mein Mann, vorgestellt. Schick mir bitte eine Voicemail mit Video, weil ich kann das nicht glauben. Wenn das dein Gesicht ist, dann schicke ich das Geld im Voraus. Wenn nicht, dann ist das wieder irgend so ein Trickbetrüger, der deine Seite benutzt. Kam keine Antwort, ne? Und dann sagt er nun, of course it's me, hat er als Antwort gegeben. Natürlich bin ich das. Naja, das kann ja jeder sagen. Und dann habe ich ihn bei Instagram angeschrieben, kam keine Antwort. Und dann gucke ich in allen letzten Videos, hat er nicht irgendwas von einer Verlosung gesagt, weißt? Aber in alten Videos sehe ich immer noch, die letzten 5 Videos, wenn man da reinklickt, sieht man, dass immer wieder Leute gewinnen. Und in diesem Video haben, glaube ich, 20 Leute gewonnen. Also der hat doch keine 20 iPhone Pro Max zu Hause. Der hat nur 615.000 Follower. Weißt du, und das ist wieder Lüge.
Und dann weiß ich, ich bin wieder voll reingefallen. Wir mit meinem Mann, das sagen wir nette Kinder, nachher wollen die das iPhone. Wir verkaufen das, weil niemand will iPhone von uns. Mein Mann nicht, ich nicht. Und mit dem Geld, dann machen wir uns einen super Urlaub. Haben wir gesagt, ja, nix war's. Von wegen, so ein Bullshit. Haben wieder aufgeregt. Ja. Naja gut, vielleicht, wenn es jetzt wirklich stimmt, dann wird er sich ja melden, der Tyler. Ne, aber ich glaub's nicht. Ach ja, das ist das erste Mal, dass ich sowas Teures, ich habe noch nie was gewonnen, immer so klein kruscht, Kugelschreiber oder was, ne? Und das war ja auch nie als Gewinnaktion gemeint, ich wollte jemand helfen, weißt du? Naja, ist doch egal. Ich glaube da nicht dran. Guck mal, die Kleinen sind süß. Mama und Papa hier? Nee. Ah. So ist es, Leute. Da wird man abgezogen. Also, wen es interessiert, was ich immer angucke, Tyler Nolan heißt der. Und ist echt, also, der ist so ein tätowierter Typ. Ich gucke den auch nur im Winter an, weil im Sommer macht der Videos immer halb nackt. Das mache ich dann nicht. Im Sommer gucke ich nicht, im Winter gucke ich, da hat er was an. Ja, gut, im Endeffekt, der ganze Körper ist tätowiert, der ist ja dann angezogen, aber trotzdem. Mich interessieren die Videos halt sehr, weil der hat Papageien, Turuk, also die ist so super, ist ein Ara und total zahm und lieb und die ganze Story von dem. Jetzt hat er eine Frau gehabt, also eine Freundin, die haben ein Kind bekommen. Ja, richtig nett und süß, die Familie und auch, jetzt haben sie sich eine Farm gekauft, mit riesen Grundstück, wo sie jetzt auch eine Kuh halten wollen, Hühner, vielleicht ein paar Schafe. Und dann hat er natürlich viele Giftschlangen und Reptilien. Ich mag ja so was, Water Monitor, so, ne, Echsen gefallen mir auch. Ja. Und dann hat er noch Nacktkatzen, die habe ich jetzt aber nicht mehr gesehen im neuen Haus. Vielleicht sind die irgendwo. Und zwei Dackel hat er und einen Schäferhund auch noch. The Wieners. Der eine heißt Richard, Richie. Also super, ist ein lustiger Kanal, da gucke ich gerne mal zu und interessant. Ne? Der macht auch so Vlogs über seine Farm. Dann gucke ich noch Chandler's Wildlife. Der hat auch eine Riesenfarm mit einem Riesensee, der hat eine Eule und ganz viele Giftschlangen, natürlich. Gell? Und Krokodile haben sie. Dann gucke ich Camp Kennan. Der hat auch eine eigene Farm. Ganz viele Schildkröten. Hat er noch. Ah, es ist interessant, die Amerikaner und alle leben sie in Florida. Ne, der eine mehr oben, der andere mehr unten. Ja. Also, nee. Mich interessiert es halt, wie sie mit den Giftschlangen da mal rumhändeln. Das finde ich immer so krass. Ne, der Tyler, dem hat eine Giftschlange schon gebissen. Der hat von der Hand nur noch hier die Kuppe von der linken Hand. Also die zwei Glieder fehlen. Ja, so ist es. Hey, du kleine Maus! Hey, du kleine Maus! Musst du ausziehen bald mit deiner Mama? Nein! Mal gucken, ab wann die nicht mehr trinken müssen. Weil nach 2 Monaten, kurz vor Ramadan, wer will denn noch ein Schaf kaufen, das rumschreit? Das haben wir jetzt noch 1,5 Monate. Oder 2. Müssen wir gucken. Kriegen wir auf jeden Fall mehr Geld, wenn wir sie jetzt verkaufen mit dem Baby. Baby Cleo, Mama Cleo, gell? Sag dir mal, die soll nicht so rumschreien. Können wir nicht leiden, so Schreisachen da. Die Ziegen schreien ja wenigstens nicht. Gell, Herr Baby? Mama, komm! Mama, komm! Habt ihr... Ja, schön auf die Mama springen. Ja! Oh. Ja, und die kleine Maus, kommst du wieder? Kommst du wieder zur Mama? So, einmal raus. Sheila. Hallo. Guck mal, der Bubu klettert der auch schon rum. Schau, der Bubu. Was macht der? Hol dir den Bubu. Der fängt auch schon das Klettern an. Was hat denn der? Wie ist denn der da hochgekommen? Der fast fest. Komm, ich mach mal so. Setz mich mal hin. Hast du einen Bubu genommen? Ja. Komm, Mausi. Sim, Sim. Komm, Sim, Sim. Heidenei.
Leute, was würdet ihr als Nachbar machen von so einem, von der Mama Cleo? Ihr würdet doch kommen. Bis jetzt ist keiner gekommen, aber bald. Die Kuh, das Schaf, die Ziegen. Horrible. Hier ist alles ruhig, nur bei der Deutsche geht's ab. Und das macht nur... Komm, schnell, versteck dich bei mir. Komm. Oh. Noch 2 Tage aushalten. Oder 3. Dann bauen wir die Mauer. Dann hat sie noch eine Woche. Und wenn die Mauer oben ist, hat sie noch eine Woche Zeit. Wenn sie dann noch schreit, tschüss, Singer. Gell, Fausi? Okay. Ich habe übrigens immer noch die Wunden da, gell? Zeige ich euch jetzt nicht. Aber Alhamdulillah, die Affen sind ja geimpft. Sim, Sim, komm. Sim, Sim. Komm zu Mama, komm. Komm. Du Fausi, lass sie kommen. Ja, komm. Zieh nicht am Kopftuch, also bitte. Komm. Lass doch die Tüten draußen, du. Ja. Leute, ich habe mir was bestellt. Ich habe mir jetzt eine Gartengarnitur bestellt und es hat geklappt. Die kommt am 8. Februar, davon weiß Mahmud noch nichts. Das war teuer. Ich habe ja auch meine Ersparnisse, gell? Also so ist es nicht. Ne, alles auf hohe Kante. Ich habe auch mein Geld. Die Gartengarnitur, die kommt vorne hin, damit der ganze Krusch da vorne nicht, also ne, da wo das Essen ist für die Hühner, wo ich immer Hühnerfutter hole. Gegenüber von der Treppe ist doch so eine Plattform. Und da kommt die Gartengarnitur hin. Mit grünen oder türkisen Kissen. Gucken mal, was ankommt. Ist mir egal, türkis oder grün. Ne, ein langes Sitzteil, 2 Stühle und ein Tisch. Alles mit diesem, ich weiß nicht, diese Kordoptik da. Nicht Kord, so Plastikkord. Korboptik, so. Ja, super Sach. Ja, kommst du zu Mami? Kommst du? Guck mal. Oh, ich hab dich auch lieb. Ja, und im Jonas habe ich einen, der will doch immer ein neues Fahrrad. Da sage ich, nee. Jetzt habe ich ihm eine Gangschaltung bestellt. Ein Licht vorne, Licht hinten. Dann Kilometeranzeiger und ein Schloss. Da ist es jetzt, das Fahrrad ist jetzt mehr gepimpt. Da freut er sich. Amina kriegt jetzt nichts, weil die hat ja so viel von Avon bekommen. Und die ganzen Klamotten. Ja, und dann, wenn Ramadan vorbei ist, gehen wir mit den allen nochmal einkaufen. Ihr wisst, kriegen ja immer die alle Kinder neue Kleider von mir. Auch die von den Schwägerinnen. Ja. So ist das, gell? Wer gibt, der bekommt auch. Gell, Fauci. Holst den Bubu. Komm, gib mir den Bubu. Gib ihn mir. Ja, ich hänge around hier jetzt mit meinen Animals. Komm. Stinkt der Rücken, der riecht immer. Dein Rücken stinkt doch nicht. Du riechst so gut. Du riechst so gut, Herr Baby. Für das, dass die nie baden, riechen die super. Gar kein Geruch. Null. Also auf dem Rücken zumindest, ne? Die riechen vielleicht nach Stroh ein bisschen so, aber jetzt kein schlechter Stinkegeruch oder so. Gell, Habibi? Okay, meine Lieben. Oh, wie habt ihr mal gezählt, wie viel Bäh es gab während dem Video? Ich glaube, wenn ich euch wäre, ich würde abonnieren wegen dem Schaf. Das ist so stressig. Was sagt denn ihr dazu? Wenn in dem Video die ganze Zeit der Störfaktor Bäh, Mama Cleo. Boah, schon wieder. Ich krieg's mit den Nerven. Heide nein. Ja, dann habe ich mir noch eine Hängematte bestellt. Gucken, wie die aussieht. Und die will ich dann da hinten hinhängen, unter der Weintraube.
kann nämlich dahin legen auf die Hängematte. Gell? Die war nur, weiß ich nicht, 300 Pfund. So eine Stoffhängematte. Kommst du, Mausi? Komm, Habibi, komm. Du Fausi, ich darf doch auch mit dir spielen. Die war gerade bei mir so schön. Fausi, la. La, komm. Wieso bist du immer so? Der verteidigt mich. Lass sie auch kommen. Komm, Simsim. Komm. Spinnst du, heißt es. Mund auf. Oder hast du gegähnt? Hatschi. Na ja, gut, Fausi, bist wieder bei der Mama. Buschi. Oh, habt. Oh, ich weiß nicht, ob es drauf ist. So, jetzt. Oh, bist du müde? Ich bin auch müde. No. Halt, Buschi. Der muss wieder alle wegscheuchen. Komm, Fausi, komm. Komm. Komm her. Komm kuscheln. Komm zu Mama. Ich bin ganz enttäuscht, dass ich nichts gewonnen habe, gell? Erst mein Mann sagt auch, ach, 3000 Pfund. Dann fragen die noch, was kannst du denn bezahlen? Sag ich, $50. $5 kann ich zahlen. Ja, weiß ja nicht, was die sich vorstellen. Gell, gib Kuss. Kudos. Knutschi. Fausi. Knutschi. Hier. Hallo. Komm. Hallo. Der will nicht. Naja. Der ist nur am Beobachten, wer hier in die Nähe kommt. Komm schnell. Komm zu Mama. Komm. Komm zu Mama. Komm. Jetzt kommt der Fausi, verteidig. Du Fausel. Das ist wirklich schlimm mit dem. Komm. Mutschi. Komm. Gib doch Knutschi. Komm da. Wo die Hand verhält. Jalla, Fausi. Da. Knutschi. Sag mal, kommst du mal runter zu Mama? Der hat mich so süß geknutscht. Komm, Fausel. Komm. Einmal runterkommen zu Mama knutschen. Das ist bestimmt ein schönes Bild, wenn der Affe so runterkommt und mich knutscht. Oh. Na komm. Komm zu Mama. Jalla, Bina. Jalla. Na komm. Komm mal die, Madame. Komm, gib die Hand. Check. Hallo. Na komm. Hopp. Komm schnell zu Mama. Komm schnell zu Mama. Komm unter die Abreihe. Komm. Komm unten drunter. Versteck dich. Komm. Du, gell? Gib's Knutschi. Bussi. Schnell. Oh, das war zu viel. Jetzt habt ihr's gesehen. Süß war's. Wo wieder da sitzt. So, meine Lieben, das war's im Video. Der ist wieder on Tour. Ich gehe wieder rein mit meinem iPhone Pro Max nicht und MacBook nicht. Da reingefallen. Also wenn einer euch bei Telegram voll labert, ihr habt gewonnen, schickt Geld, macht es nicht. Oder bin ich zu dumm? Das ist echt. Ich glaub's nicht. Nee, bin schon gebrandmarkt mit so Sachen. Warum sollte so ein YouTuber, der nur 600.000 Follower hat, okay, ist über eine halbe Million, warum sollte der an die 30, also was ich da gesehen habe, waren 20 auf jeden Fall Geschenke. Ich weiß natürlich nicht, was jedes einzelne Geschenk ist.
Aber wenn das iPhones und Pro Max sind und MacBooks sind, dann ist ein bisschen komisch. Na, das heißt einfach, die wollen Geld im Voraus und dann, sorry, Paket undeliverable oder so. Keine Ahnung. Wobei FedEx ja eigentlich eine gute Firma ist. Aber ob das wirklich FedEx ist, das steht auf dem anderen Blatt. Woher weiß ich, ob das alles echt ist? Na, wenn ich wirklich wüsste, das stimmt, dann schicke ich das Geld. Aber wer gibt mir die Garantie, wenn der eigene Tyler, habe ich gesagt, wenn du wirklich Tyler bist, dann schick mir eine Voicemail mit Video. Das hat er nicht gemacht. Warum nicht? Wenn ich doch so ein Appreciate-Fan bin. Ach, hör mal auf. Was ist das? Ja, Kopftuch hängt heute auf 7:30. Oh Mann. Also, das war's mit dem Video. Upsala, Knutschi. Auch auf die Nase ist gut. Knutschi. Jetzt will er nicht mehr. Genug geknutscht. Knutschi. Pussy. Knutschi. Tausi. Knutschi. Hier. Komm. Der will kein, der will nicht. Komm, nochmal, nochmal, nochmal. Ich zieh dich zum Knutschi. Auf die Backe ist immer süß. Das ist so süß. Dem vertraue ich. Dem vertraue ich, diesem kleinen Affen. Nur was man bei ihm nicht machen darf, unter die Achseln fassen. Ne? Das geht nicht. Wenn man ihn hochheben will, da hat er irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht, wenn ich ihn so hochhebe, wie ein Baby. Das will er nicht. Irgendwann klappt es. Mensch, sehe ich heute dick aus und Doppelkinn und alles. Ei, ei, ei. Na gut, das war's im Video. Haben wir genug geknutscht hier. Aber so ist es mit dem Äffle, gell? So gold. Ich könnte ihn. Also, bis die Tage. Moselemo. Bye, bye. Sim.